Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wie? Was? Wo? Wer? Folge Craft Attack? Sieben? Wo ist denn hier der Zombie? Hallo? Nicht hier so, gell? Hallo? Aha. Hä, wo? Ah ja! Ah ja. Hier war wohl Fusch am Bau. So. Und so. Ah ja. Dann spawnt hier auch kein Zombie mehr. Ja, schön, dass Sie wieder da sind, meine Damen und Herren. Wir spielen heute ganz entspannt. Craft Attack 7 weiter. Ich habe ja irgendwie in letzter Zeit es geschafft, irgendwie ein bisschen mehr Folgen hochzuladen. Ich versuche mich so ein bisschen daran zu halten. Hoffentlich kommen in nächster Zeit wieder ein paar Folgen. In der letzten Folge haben wir das Kartoffelfarmfeld vollständig fertig gemacht. Ja, das war jetzt ein Satz. Das befindet sich hier unten. Kommen wir noch irgendwie da unten rein? Ich glaube von da hinten. Ah, von hier kommen wir hier rein. Ah ja, perfekt. Und in 5 Minuten wird der Server ausgestattet. Deswegen versuche ich mich ein bisschen zu beeilen. Also, wir haben das Kartoffelfarmfeld vollständig fertig gemacht. Und das ist das hier. Ich habe sogar Schilder jetzt angebracht. Phase 1 wachsen, Phase 2 ernten Auto und Phase 3 nachpflanzen. Wir können hier mal ganz kurz uns reinschieten. Dann seht ihr, wir haben hier Türen angebracht, durch die man reingehen kann. Ich habe es hier einigermaßen schön gemacht. Also so schön, wie halt eben geht für so einen kleinen Bereich hier halt. Ihr wisst Bescheid. Mit Weg zum Hochgehen und so. Bla bla bla. Alles entspannt. Hier sind alle Kartoffeln fertig. Hier noch nicht. Aber ja, da füllt sich erstmal gerade der Hopper auf. Wird also seine Zeit dauern, bis das hier alles passt und alles durchgebraten ist. Aber das ist mir ja ziemlich egal. Ich bin ja hier viel AFK und so viel brauche ich gar nicht. Ne? Im Zweifel mache ich dann halt die Farm ein wenig stärker. Also die Bambusfarm. Die kann ich ja theoretisch erweitern. Das ist also fertig. Und dann, ich muss runter. Habe ich mal geschaut, was wir überhaupt für die Kartoffelfarm eingetragen hatten. Also was wir als To-Do eingetragen hatten zu machen für die Kartoffelfarm. Und ich fand das relativ witzig, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Und, ja, aber das können wir auch abhaken, theoretisch. Also wir haben es ja fertig, die Kartoffelfarm ist durch, die ist fertig gebaut, die ist komplett durch. Und was wir vorhatten, war, oder wo steht's? Das Mini-Kartoffelfeld. Oh ja, genau, Mini, ja, eine Woche dran gearbeitet, Mini-Kartoffelfeld. Also für jede Sache auf der Liste eine Woche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dann brauche ich noch ein halbes Jahr. Hey, Craft Attack 8 läuft dann schon. Also nein, Quatsch. Wir brauchen natürlich nicht für jede der Sachen eine Woche, sondern wir wollen natürlich ein bisschen flotter hier durchkommen. Wir brauchen für einige Sachen bestimmt eine Woche. Für einige Yes. Für andere Sachen ein bisschen weniger. Und was wir heute machen werden, ist dieses Schild hier. Dieses komplette Schild. Darüber werden wir uns kümmern. Und zwar das Kuppeldach, die Oase, Dschungelbrücke. Und die Anglerhütte, ja, das sagen wir heute. Und dafür nehme ich auch direkt euch direkt schon mal zum Ort mit, wo wir gleich arbeiten werden. Und erkläre euch echt mal, was wir da tun. So, wir sind am Ort des Geschehenwerdens. Hier wird eine Brücke drüber gezogen werden und hier kommt Wasser von der Quelle, die auch in unseren See da unten geht, hier lang und fließt hier lang. Die Katze kommt auch schon gebannt zu. Und das Wasser wird dann hier lang fließen. Und dann ist es ja ein Fluss, der muss irgendwie raus. Wie machen wir das? Und das ist ganz klar. Ich habe, was heißt ganz klar, aber ich finde es irgendwie cool. Hier haben wir so ein großes Loch, wo das Wasser einfach reinfließen wird von allen Seiten. Und es fließt dann hier so runter, so. Und dann hier raus. Quasi. Und hier raus fließt es dann wiederum in den Dschungel, den wir schon gebaut haben. Und zwar in diesen Dschungel hier. Da wird das Wasser hier irgendwie so rauskommen. Ich weiß auch nicht genau, wie wir das machen werden. Aber es wird dann irgendwie rauskommen. Und dann haben wir hier noch so einen ganz kleinen See, wo das Wasser quasi hier durch meine Kuppel rausfliegt. Fließt. Ist das jetzt ein zweiter Eingang? I don't know. Ich denke eher nicht. Da werde ich das noch ein bisschen umbauen, dass da Gitter vor sind oder so. Aber das hier wird dann der Ausgang des Wassers sein und irgendwie habe ich extrem Bock, genau damit zu starten und das zu machen. Von daher holen wir uns einmal ganz kurz Baumaterialien. Dafür müssen wir einmal ganz kurz zurück in die Base. Und ja, wir sehen uns dann gleich mit Baumaterialien wieder. Wie schön hier alles geworden ist, oder?
So, wir bauen jetzt hier gerade die Verbindung. Und hier wird dann der Ausgang sein von unserem Wasser. Das Ding ist, es ist halt hier schon auf der untersten Ebene. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie ich es hier machen soll. Ich werde wahrscheinlich hier dann, wohl oder übel, noch eine tiefere Ebene einziehen wollen. Und hier seht ihr schon, ich habe hier, weil es nicht mein Grundstück ist, weil es mir auch ehrlicherweise sehr egal war, Pfusch am Bau betrieben. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Items for Sacred entschuldigen. Ich habe hier Pfusch am Bau betrieben, denn hier geht es eigentlich runter. Wobei eigentlich, Moment mal, ich war das glaube ich gar nicht, oder? War ich das? Maybe war ich das, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war ich sogar gar nicht. Ich glaube, das da war Rimex und Co. Das lasse ich mir nicht anhängen. Ich sag mal einfach, ich war das nicht. Ja, vielleicht war ich es doch. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, dieser Untergrund, der war nicht da, bevor ich die Transformation gemacht habe. Ich weiß es nicht. Mir aber auch egal. So. Was ich hier im Prinzip mache, weil normalerweise mache ich unter meine Sachen eine Cobblestone-Decke. Genau, das da war ich. Seht ihr, das da war ich. Ich mache nämlich immer Cobblestone darunter. Und dann fange ich erst mit dem Ding an, damit ich mindestens eine Schicht habe. So, so. Ja, auf jeden Fall, das muss ich noch machen. Ihr seht, hier ist auch der Wassertempel. Also wir sehen hier den Front des Wassertempels. Es geht quasi hier so einher mit hier rein so mäßig. Und hier ist ja quasi der Abfluss quasi drinne, der hier so schön rauskommt. So. Und hier muss ich die Kuppel ein bisschen zerstören. Und hier kommt dann quasi der obere Teil des Dingens hin, so des Abflusses. So, und wenn ich dann hier noch rausgehe, ich habe auch mir extra Mossy Stones besorgt, damit das alles so richtig cool Mossy-mäßig auch aussieht, wie es halt auch sein soll. Dann ist hier quasi so der Abfluss, der hier mit rausgeht irgendwie. Das hier muss ich natürlich noch alles entfernen, hier den ganzen Schmökes. Dyrite will sowieso niemand in irgendeiner Base haben. Wer Dyrite in seiner Base haben will, hat irgendwie eine Geschmacksverirrung. So, weg damit. Ciao. Sei denn, ihr wollt eine Base aus Vogelkacke bauen. Dann geht das schon klar, dann kann man Dyrite schon benutzen. Aber das wollte ich jetzt gerade, das will ich jetzt gerade hier nicht. Deswegen machen wir es mal lieber weg. So, zack. Oha, da ist es nicht abgegangen. So, machen wir den hier noch. Und zack, hier hinter auf jeden Fall Fackeln. Damit da jetzt nicht anfangen, also nicht irgendwelche Mobs denken. Geil, Alter, hier kann ich spawnen. Nee, so nicht. So nicht. Digga, es leckt aber auch ganz schön hier. Ist hier eine Chunkgrenze oder was? Oha, hier ist wirklich eine Chunkgrenze. Deswegen leckt das hier die ganze Zeit so. Okay. Ja, das ignorieren wir an dieser Stelle einfach mal, dass da eine Chunkgrenze ist. Und wir machen hier einfach mal alles voll, alles dicht. So. So. Ich versuche hier immer so ein bisschen Hälfte-Hälfte vielleicht zu machen. Das hätte ich bei allem machen sollen. Aber theoretisch sollten wir dann jetzt gleich durch sein. Ich habe nicht mehr viele Mossy Bricks. Das ist natürlich schade. Ich platziere noch den letzten dahin, den ich habe. Und zack. Und zack. Digga, es leckt so dermaßen in diesen Chunkgrenzen. Das ist geistkrank. So. Ja, guck mal. Dann haben wir doch hier jetzt einen schönen Abfluss, der hier runter geht und dann hier lang geht. Hier vorne brauchen wir dann noch die Zäune. Die packen wir aber später hin. Erstmal muss hier ein vernünftiger Boden entstehen. Ich glaube, ich mache hier tatsächlich so einen kleinen Fluss. Es gab die Idee, dass der Fluss hier, also dass hier durch diese Kelbmauer wieder was rausgeht. Aber ich denke mal, ich mache hier dann doch keinen Fluss. Also so ein bisschen, wenigstens bis hier. Und mache hier dann so einen kleinen See raus. Ich glaube, das ist für mich der einfachste Arbeitsaufwand. Und es sieht trotzdem noch cool aus. Ist ja nicht in meiner Base, mir im Prinzip egal. Ja, moin. So, der Ausfluss ist schon fertig. Ich habe ihn noch nicht von außen gesehen. So sieht das jetzt aus. Moment. Oha, ja, voll gut. Guck mal, da sind Eisengitterstäbe drin. Das heißt, das ist tatsächlich der Ausguss aus unserer Kuppel. Hier kann man aber nicht durch. Hier sind Eisengitterstäbe drin. Cool. Gefällt mir. Das geht hier in so einen kleinen Teich, der noch nicht perfekt ist. So, jetzt schon. Ja, und es fließt von außen hier rein. Das Glas hier machen wir natürlich auch noch zu. Und theoretisch müsste ich hier noch... Machen wir einfach so, dann ist es einfacher. Ja, und theoretisch haben wir das jetzt fertig. Jetzt muss ich natürlich den ganzen Schmuh hier noch einkleiden. Aber das passt eigentlich ganz gut, dass es so ein kleiner Überhang ist quasi, den wir hier geschaffen haben. Denn das sieht so ein bisschen aus, als hätte das Wasser den Stein hier so weg... wie heißt das?
Korrosion. Weggekorrosion. Genau, ja, das war das, was ich sagen wollte. Nein, als hätte halt die Korrosion über Jahre. Heißt das so Korrosion bei Wasser? Das ist Rost. Ich weiß es nicht. Aber das Wasser hat jetzt hier die ganze Zeit halt am Stein gespült und deswegen ist es unten wenig, also breiter als oben. Beziehungsweise oben ist es breiter und hier unten ist halt also oben ist mehr Land, unten ist weniger Land. Das war ich meine. Mein Gott, also ist doch was ehrlich, was ich meine. Ich bin sogar echt im Überlegen und ich glaube, das mache ich noch, weil ich glaube, das finde ich ziemlich cool. Wenn wir hier noch ein bisschen Stein so hätten, das so ein. Ich komme hier nie wieder raus. Wenn wir da noch so ein bisschen Stein hätten. Ja, das Ganze hier so ein bisschen, also hier bis hier noch Stein und hier bis hier noch so Sandstein, dass es hier übereinander übergeht vielleicht. Hier kommt ja noch eine kleine Insel hin und dann kommt hier halt ein ganz großer Fluss, der dann hier rein abläuft. Ne? Also, ich weiß, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wir werden dann hier am Rand halt, keine Ahnung, es wird dann halt hier so reinlaufen, ne? Und dann werdet ihr sehen, dass hier so, und hier ist auch ein Loch, also das Loch wird man auch sehen können, also offensichtlich ist hier ein Loch, aber man wird das Loch auch nachher noch sehen können. Ich habe Bock auf das ganze Flussprojekt, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der, nach dem Schnitt weiter. Alles klar, mittlerweile befindet sich Wasser im Fluss, es fließt sehr cool in diesen Abfluss hier rein, ich finde, das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Und ich habe hier die Steinwand gebaut. Jetzt habe ich mich bewaffnet mit Dschungelleaves und Glowstone, denn ich möchte hier die Dschungelkante ein bisschen, ja, dschungeliger machen. Dafür brauche ich Dschungelleaves und Glowstone. Verrückt. Ja, deswegen habe ich es auch dabei. So, keine Ahnung. Und deswegen hätte ich hier gern so ein bisschen Zeug da. Das machen wir hier oben auch noch. Hier kommt hier sowieso die Hängebrücke hin. Das heißt, man könnte unter der Hängebrücke hier richtig geil auch noch so einen kleinen Busch hier noch hinzufügen. Oh. Zack. Einfach nur ab und zu so einen kleinen Busch noch mit reinfügen mit Glowstone, damit es ein bisschen heller ist hier, auch in der Nacht oder so. Und das, keine Ahnung, weiß nicht, für den Touch, weiß auch nicht. Mann, es sieht halt geil aus, beim Dschungel so Dschungeldinger zu haben. Okay, jetzt machen wir doch keine Wissenschaft daraus. Ich finde es einfach nur nice. So, okay, machen wir hier ein bisschen runter und dann haben wir hier noch eine Dschungelpflanze und dann könnte man hier... Da habe ich auch Half-Steps überall hingetan, damit da nichts spawnen kann. Aber ja gut, wenn da Glowstone ist, dann ist das relativ irrelevant. Dann spawnt er ja sowieso nichts. So, machen wir hier auch noch eine hin. Und vielleicht sogar noch... Ja, wieso nicht hier in der Ecke? Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wenn hier noch so eine Pflanze ist, die vielleicht so halb hiermit connected ist. Ja, why not? Dann haben wir hier so ein klein bisschen mehr Dschungelflair. Ja, gefällt mir, finde ich gut. Was wir dann als nächstes machen werden, ist hier überall Sand draufpacken. Ich habe jetzt gerade keinen Sand mehr im Inventar, nur noch Sandstein und halt meinen Esssand, aber den kann ich ja nicht platzieren. Der ist ja nur zum Essen da. Das können wir mal wegmachen. Und dann möchte ich gerne auch hier so einen kleinen Tunnel durchbauen, der vielleicht so ein bisschen lang schlängelt und dann, glaube ich, hier rauskommt. So, dass ich hier so raus und reingehen kann. Ich habe hier einen Zombie gehört, das sollte nicht sein. Ah, guck mal, wie ich damals hier noch den Gang lang bauen wollte, weil ich vorhatte, hier den ersten Block 2020 hinzumachen. Naja, haben wir nicht gemacht. Aber ja, genau das machen wir. Wir werden uns hier noch ein bisschen drum kümmern. Werdet dann hier noch schön machen. Das Anglerhütchen bauen wir gleich zusammen. Aber dann müssen wir uns sicher auch noch um die Brücke kümmern. Deswegen versuche ich mit dem Anglerhütchen ein bisschen mich zu beeilen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Als erstes kommt jetzt die Höhle hier hin. Und da werde ich euch gleich auch nochmal den Fortschritt zeigen. Okay, hier sieht es mittlerweile sehr schön aus. Ne? Fluss kennt ihr ja mit Sicherheit noch. Hier ist ein kleiner Wasserfall, der hier runterballert. Ich glaube, ich mache den noch hier lang. Aber bevor wir das machen, hier ist die Höhle schon fertig. Hier liegen jetzt noch ein paar Fackeln auf dem Boden, weil ich die gerade durch Lampen ersetzt habe. Wir haben hier den Weg fertig. Das heißt, wenn wir hier in Los Oasos sind, dann, ich glaube, ich mache hier noch den Weg auch noch ein bisschen deutlicher. Dann können wir hier lang gehen zwischen den Kaktus und diesen Plömbler hier und können hier quasi zu unserer Fischerhütte gehen, die noch nicht existiert offensichtlich, aber die bald existieren wird. Und die Fischerhütte... Die soll tatsächlich nur aus einem kleinen Raum bestehen. Ich habe dafür auch Grey Wool als Bodenmaterial quasi. Ich habe auch ein Bettchen und alles so irgendwie schon mit parat. Und ich möchte jetzt hier wirklich so eine kleine, aber feine Fischerhütte hinstellen. Hier soll man so rein und raus gehen können. Ich weiß jetzt nicht, das hier ist mir eigentlich ein bisschen zu schmal, um hier lang zu gehen. Vielleicht extenden wir das nochmal ein bisschen. Hier könnte man noch eine Dinger drauf machen. So. Und hier theoretisch auch. Aber das geht eigentlich schon. Okay.
Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als hier noch mit irgendwie in die Wand reinzugehen. Aber ich glaube, ich fände das jetzt nicht so schlimm. Dann machen wir hier unten ganz kurz mal weg und packen hier den Teppich hin. So, das ist dann halt das Innere des Hauses. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, wie das Haus dann im Endeffekt aussehen wird. Das werden wir dann hier jetzt gemeinsam herausfinden. Das ist auch nur 4 breit jetzt, also eine Besonderheit. Ich könnte den Eingang auch hier so machen. Dann hat man halt hier so ein Dingens und dann kann ich hier so einen Steg später noch machen. Ich glaube, das finde ich auch nicht schlecht, wenn der Eingang dann hier wäre. Ich überlege auch, das Haus ein höher zu machen, quasi. Mit Parterre, also so. So. Ist das cool? Ich weiß es nicht. Dann hätte man hier irgendwie so einen Weg nach oben, den man hier so hätte. So. Und hier die Wand. Die Wand ist dann boah, ganz schön schwierig, ne? Vor allen Dingen, weil wir hier so wenig Platz haben. Ich meine, gut, die Höhle hier kann ich immer abreißen. Hier hinter ist genug Platz. Hier ist ein bisschen doof, weil das hier hinkommt. Aber nach dahin kann ich nach dahin und nach dahin kann ich auch noch ein bisschen extenden. Ich könnte hier auch noch ein bisschen machen. Aber das wäre auch kein Problem. Ist schwierig. Schwierig, schwierig. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade so was auf Stücken. Ja, sagen wir mal, das ist das Innere des Hauses. So, dann komme ich rein und habe hier eine Workbench stehen an der Seite. Und da möchte ich dann erstmal ein paar Treppen machen. Sehr schön. Ich mache natürlich auch Barrels hier hin, so auch außerhalb hier einfach so zum für die Optik. Ja, okay, jetzt vielleicht nicht direkt neben den Zaun, damit das so aussieht, sondern vielleicht hier einen Barrel und hier einen Barrel und hier einen Barrel. So kann ich hier schon mal so ein bisschen was reintun, was wir gerade nicht brauchen. Und dann kann ich nämlich hier das hier hin machen, Zäune vielleicht hier hin machen. Aber dann heißt das jetzt quasi, dass das hier die Wand sein muss, hier dieser Streifen. Und das wiederum stört mich ein bisschen, weil das uns alles nur noch schwieriger macht, um ehrlich zu sein. Aber das kriegen wir schon hin. Ich wollte jetzt gerade mal so ein bisschen live mit euch aufbauen, aber ich habe auch nicht so viel Zeit, ne? Also deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, sonst wird es nachher irgendwie eine 30, 40 Minuten Folge. Und das wollen wir alle nicht. Na gut, vielleicht wollt ihr das schon. Natürlich sein, ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber so. Und ich glaube, die Hütte wird schon wieder größer als ursprünglich befürchtet. Ja, wisst ihr was? Wir machen hier einfach. Wir machen hier wirklich straightforward. Einfach hier so ein Dinger hin. Wir machen hier so ein Bummer dran. Und dann. So. Weiß nicht. Sieht es gut aus? Ich weiß es nicht. Und so. Bin ich damit zufrieden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir könnten auch mal das hier mit einbauen. So. Oder so. Ja, wieso nicht? Ich habe die super selten als Blöcke eingebaut. Dann ist das hier der Eingang. Und dann brauchen wir hier natürlich noch eine Tür, die jetzt gerade da drin ist. Dann kommen wir rein. Das ist natürlich hier so ein bisschen schwierig zu machen. Aber wir könnten den hier machen. Das heißt, wir bräuchten dann im Endeffekt noch ein paar mehr von den Spruce Slabs. Stairs meine ich natürlich. So, dann packen wir das hier hin. Und dann könnte das hier mit Flush sein. Also da bräuchten wir hier tatsächlich gar nicht mehr so ein Ding. Und dann könnte da das Fenster sein. Dann sieht das jetzt auch nicht so aus, als wäre das irgendwie eine flache Wand, sondern die sieht dann tatsächlich noch ein bisschen spannender aus. Ja, das kann man so machen und dann haben wir da das Fenster drin. Das ist jetzt auch keine heftige, das ist jetzt auch nicht das heftigste Bauwerk auf dem Server, so, das soll es ja auch gar nicht sein. So, guti, dann haben wir hier das so ein bisschen. Dann können wir hier so das Fenster reinmachen. Das sieht dann auch so ein bisschen fenstermäßig aus, das soll ja auch ein Fenster sein. Und dann können wir hier reingehen, hier dann noch die Türe hinstellen. Und dann reicht das eigentlich schon so für die Größe des Hauses. Dann haben wir das schon mal komplett fertig. Dann machen wir das hier nochmal weg. Ich hätte gerne so eine kleine Fensterbank. Wir können das ja auch eigentlich offen lassen und hier dann einfach so eine Blume reinstellen. Ne? Ich glaube, das geht auch. Und dann haben wir hier halt so eine kleine Blume stehen. Finde ich eigentlich ganz nice, um das Ganze noch so ein bisschen aufzubrechen. Und diese Struktur der flachen Wand noch so ein bisschen können wir hier nur noch so mal Barrels hinstellen. Dann fällt das noch weniger auf, dass die Wand hier eigentlich so ein bisschen flacher ist. Hier könnten wir theoretisch auch noch was hinstellen. Ja, machen wir auch mal. Pass auf, dann stellen wir hier drauf einfach auch noch mal ein kleines Bäumli. Guck mal, da fällt das noch weniger auf. Perfekt. Und dann sieht das da schon mal sehr gut aus. Hier vielleicht auch nochmal ganz kurz. Dann, ja, stellen wir hier noch eine Lampe drauf oder so. Keine Ahnung. Ja, finde ich ganz cool.
das Dach von der Fischerhütte würde ich gerne als Spitzdach machen. Du nennst mich Spitzkopf. Aber aus welchem Material ist die Frage? Ich weiß nicht, ich überlege mir da was und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir über das Material reden. Oh, aha. Ein Heudach. Mag ich. Na, wenn wir das mal von der anderen Seite angucken, so. Aha. Ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. Kleines Anglerhäuschen. Von innen sieht es ein bisschen komisch aus. Das hängt auch so halb im Berg drin, aber ich habe es so gemacht, dass es nicht auffällt von außen. Das geht nämlich hier so ein bisschen schräg rein, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber egal, es sieht gut aus. Es ist von außen. Und jetzt würde ich hier gerne noch so ein Bett hinstellen. Und vielleicht noch, weiß nicht, so ein Barrel als Nachttisch mäßig. Hier kann man ja dann auch nochmal so eine Pflanze reindöttern. Hier dann noch irgendwie vielleicht so eine Lampe oder so, obwohl wir schon zwei in der Decke haben. Dann haben wir halt jetzt drei Lampen, also ist auch nicht so schlimm. Ja, schon gut, gefällt mir schon ganz gut. Jetzt möchte ich aber noch eine Sache adressen, die ich wirklich nicht so passend finde. Und zwar kann der hier ja nicht angeln. Hier ist das Loch der Zerstörung. Hier wird eher eingesaugt als geangelt. Deswegen würde ich, glaube ich, hier noch so einen kleinen Steg hinbauen. Und ich weiß, glaube ich, nicht ganz genau, womit ich das machen will. Aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es ausschließlich Sprucewood Stairs werden könnten. Vielleicht zu einem Zickzack-Muster angeordnet. So, mal so rum. Ja, da könnte ich mich, glaube ich, schon sehen. Aber die Frage ist ja... Ja, da müsste ich das hier wieder wegmachen. Und dann hätte ich hier so einen kleinen Steg, den der Fischer nehmen könnte, um dann hier drauf zu kommen. Ja. So, da sehe ich mich schon. So, um die Ecke. Und ab da muss er ja nicht mehr hochkant sein, weil ab da ist es ja dann wirklich zum Fischen gedacht. Und wenn man fischt, dann braucht man ja keinen Schutz an der Seite. Dann will man ja hier wirklich fischen können. Und das finde ich actually erstaunlicherweise gar nicht so schlecht. Dann können wir hier noch so eine Lampe hinstellen. Und dann bin ich hier sogar echt zufrieden mit dem kleinen Fischerpfad hier. Ja, doch. Kann man so machen, glaube ich, oder? Dass man hier so einen kleinen Fischerpfad hat. Dann hat man, keine Ahnung, hier seine Butze. Hier unten könnte man noch ein Crafting-Table hinpacken oder so. Aber dann könnte man hier easy angeln. Ich habe sogar noch Item-Frames mitgebracht, dass wir so eine Angel noch mit hier dranhängen können. Vielleicht... Ja, vielleicht sogar hier so drauf und dann legen wir da eine Angel rein oder so. Ich habe jetzt gerade keine Angel, aber das können wir dann holen. Doch, finde ich tatsächlich ganz cool. Was man noch machen könnte, ist hier so einen Stuhl hinstellen, aber hier ist nicht wirklich ein Platz, um vernünftige Stühle hinzubauen. Und in Minecraft gibt es halt keine guten Stühle, also... Ja, lassen wir das an der Stelle erstmal weg, aber ansonsten finde ich das schon ganz geil. So, dann kommt man hier raus und dann hat man hier so eine kleine Angelhütte. Mit einem Dingens, mit einem Nirgendwo quasi. Schauen wir uns das doch mal von oben an. Wie sieht es denn aus, wenn wir zum Beispiel auf diesem Baum hier stehen? Und hier sind wir ja ziemlich oft. Oh, guck mal, hier sieht man fast gar nichts davon. Okay, dann springen wir mal rüber. Wir sind tatsächlich relativ oft hier drauf. So. Oha, guck mal, ja doch. Finde ich, sieht nach einer kleinen Hütte aus. Sowas ist auch, das soll ja auch eine kleine Hütte sein. Dann fliegen wir mal ganz kurz raus und guck mal, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt zum Beispiel hier oben auf diesem Baum stehen und hier runter gucken. Okay, man sieht einfach gar nichts. Okay, nice. Das ist schon mal optisch ansprechend. Was denn, wenn wir auf diesem Baum hier stehen? Verstehen wir auch nichts. Sieht man das eigentlich von irgendwo? Ja, von hier. Guck mal, auch von hier sieht das aus wie so eine richtig kleine, schöne Anglerhütte. Da sehe ich mich total. Also ich bin total, ich mag die Hütte. So, aber die Folge wird viel zu lang. Leute, deswegen beeile ich mich mal direkt. Und wir gehen zum nächsten Projekt über. Ich mache mein Inventar natürlich nochmal leer. Ich werde natürlich auch nochmal ganz kurz, weil ein Haus ohne Tür ist immer ein komisches Haus. Ich habe die Türe tatsächlich im Inventar. Deswegen machen wir hier nochmal ganz kurz eine Türe rein. Und ich glaube, ich möchte hier auch noch ein Item-Frame mit einer Angel haben. Angel dran, Fisch dran oder so und let's go. So, wir haben noch eine Sache auf der Liste. Und zwar das Kuppeldach. Ja, das steht auch noch auf unserer Liste für die heutige Folge. Haben wir heute sehr viel geschafft in der Folge. Ich habe auch die Hängebrücke schon gebaut. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz, damit ihr seht, wie das hier alles so aussieht. Ich glaube, von hier oben drauf kann man gut hingucken. Das ist die Hängebrücke, die hier so lang geht. Ich finde sie übelst nice geworden. Ich hatte ein bisschen Struggle, die zu bauen, aber im Endeffekt ist sie, glaube ich, ziemlich wirklich nice geworden. Wenn wir hier mal durchgehen, die Höhle habe ich auch noch ein bisschen umdesignt, dass es mehr so Ecken und Kanten hat. Finde ich auch sehr, sehr nice geworden. Lagerfeuer haben wir noch hinzugefügt. Dann kann man sich hier so hinsetzen und sagen,
entspannt. Und, aua, er ist noch verbrannt. Und hier ist dann halt diese Hängebrücke. Ist, finde ich, wirklich nice geworden. Und ne, also die hat auch ein heftiges Feature. Pass auf, ich zeige euch das mal. Und ihr müsst das Feature in den Kommentaren dann bewerten von 1 bis 10. Man kann nämlich über diese Hängebrücke tatsächlich drüber gehen. Pass auf. Oha! Pass auf, ich zeig's nochmal. Geisteskrank. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Hängebrücke gesehen habt, die so ein geiles Feature hat, dass man drüber gehen kann. Aber ich finde diese Fischerhütte auch mit dem Lagerfeuer da und mit dem Strohdach, was wir auch haben, finde ich wirklich sehr idyllisch geworden. Es ist sehr schön geworden. Ich habe hier auch noch zusätzlich Detail eingefügt und dann noch eine Trap dort runter gemacht. Finde ich tatsächlich sehr geil. Was wir jetzt machen hingegen, wird nochmal geil, denn ich kann nicht abheben. Ich werde hier die ganze Kuppel überwuchern lassen. Nicht komplett und vollständig natürlich, aber ich habe jetzt hier drinnen noch einige Blätter und wir werden hier überall hier Blätter noch dranhängen. Die werden dann auch teilweise hier so lang runterhängen und so. Dafür werde ich ja noch sorgen, dass die dann hier noch weit runterhängen. Das wird alles noch ein bisschen aufwendiger als ursprünglich erhofft, glaube ich. Aber ich werde auch gucken, dass das hier drauf zum Beispiel, dann muss ich halt mal den Teppich hier an einigen Stellen abbauen, aber ich werde auch gucken, dass wir hier so Blätter einfach mal auf der Kuppel haben und dass die ganze Kuppel später von außen noch ein bisschen bewildert aussieht. Ja? Bisschen einfach ein paar Blätter drauf. Ja. Und das dann halt überall. Wahrscheinlich mache ich das eher so hier in dem Bereich, also dass ich hier das so reingeht, nicht auf dieser gesamten Kuppel, sondern eher vielleicht hier so schräg, dass es hier über die Oase auch noch so ein bisschen mitgeht, dass hier dieser Bereich voll ist. Und wenn das halt gut gefällt und ihr in den Kommentaren sagt, das ist halt übelst nice, dann kann ich das ja auch über die gesamte Kuppel mal machen. Aber erstmal, glaube ich, belassen wir es bei dem Bereich. Ich weiß gar nicht, ob die Stacks an Blättern, die ich da habe, überhaupt dafür ausreichen. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal anfangen, hier mit der Bewachsung, sag ich mal, die Bepflanzung hat angefangen. Und ich bin mal gespannt, wie es nach der Bepflanzung aussehen wird. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber ich würde sagen, ich mache das jetzt erstmal. Und ich glaube, dafür wäre eigentlich eine Third-Person-Timelapse mal wieder perfekt, oder? Haben wir lange keine Timelapse mehr gehabt, dann würde ich sagen, Leute. Let's go. Ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen. Ich habe auf jeden Fall keinen Aufnahmefehler gerade gemacht, deswegen alles entspannt. Ja, ich muss sagen, mir gefällt das schon sehr gut. Das Ding ist, ich wollte eigentlich noch mehr machen, aber also A, habe ich jetzt fast keine Blätter mehr. Klar, hier sind noch ein paar Blätter drin, die hätte ich auch noch verbauen können. Aber um hier das Ganze noch mehr zu bauen, ich weiß, ich möchte erstmal eure Meinung dazu hören. Okay, ich möchte erstmal eure Meinung dazu hören. Was haltet ihr von? Wie findet ihr, dass das so ein bisschen bewuchert ist? Es wächst auch teilweise hier so rein. Also wenn man auch von hier drinnen guckt, sieht man auch, dass es hier so rein wächst. Das finde ich, fügt nochmal richtig viel hinzu. Das finde ich sehr, sehr nice. Finde ich echt cool. Und ich würde sagen, ja, doch, finde ich gut. Ja, aber wir haben noch was anderes zu tun. Und zwar können wir ein Schild abhaken. Beziehungsweise nicht ganz abhaken. Wir sitzen jetzt schon seit, weiß nicht, seit 19 Uhr irgendwas. Nee, schon vor 19 Uhr. Also wir sitzen hier schon seit, keine Ahnung, 3 Stunden jetzt heute wieder dran am Server oder 2 Stunden. Und deswegen machen wir jetzt beim Kuppeldach nicht weiter. Das sind die Sachen. Kuppeldach, ja, haben wir die Hälfte, würde ich sagen. Ja, ich möchte da erstmal eure Meinung hören. Die Hälfte, was ihr davon haltet. Aber Angler-Dinger, Brücker und Oase, Dschungelbrücke, das ist alles weg. Ich wollte das Schild eigentlich komplett entfernen. Aber ja, das können wir jetzt halt eben nicht machen. Obwohl, ich kann Kuppeldach 2 kann ich hier hinschreiben. Dann können wir das Schild trotzdem wegmachen. Ein bisschen gehackt, aber passt. Es werden weniger Schilder. Das ist der springende Part. Mos Eisley und die Wüste müssen wir noch fertig machen. Ja. Pyramide Gold, Lufttempel, Wassertempel auch noch. Also zum Beispiel Wassertempel und die Gänge, das sind so Kleinigkeiten. Die mache ich innerhalb von 2 Stündchen oder so. Aber das Bulk-Storage-System anzuschließen, obwohl das wird auch nicht mehr so lange dauern. Aber zum Beispiel der Schnellofen und die Creeper-Farm, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Mal gucken, wo wir als nächstes dran arbeiten. Aber ich hoffe, euch hat erstmal die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Craft Attack wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
Und schaut auf jeden Fall auch im Twitch-Kanal für meinen Twitch.tv/Stimme. Ihr wisst Bescheid. Tschüss.